35 Jahre der Diakoniehaus Britz. Thomas de Vacquois, Sie sind Armutsbeauftragter und Leitung hier im Diakoniehaus Britz. Ihr besonderes Konzept unterscheidet sich von anderen Einrichtungen. Können Sie es in kurzen Worten noch einmal verdeutlichen? Das kann ich relativ in einem Satz sagen. Soziales Miteinander, niemals gegeneinander. Es spielt keine Rolle, welche religiöse Ausrichtung oder wer wie handicapped ist. Alle Menschen sind gleich und das wird hier im Haus auch so gehalten. Leben hier mehr Männer oder Frauen oder sogar ganze Familien? Hier im Haus leben fast ausschließlich Familien mit Kindern oder Nichtkinder oder einzelne Personen. Aber das kann man so nicht sagen, Männer oder Frauen. Das ist vollkommen egal. Herr de Vacquois, wer sich bei Ihnen ehrenamtlich engagieren möchte, was gäbe es an Möglichkeiten? Wenn Ehrenamtler hier kommen sollten oder das Bedürfnis haben, hier zu arbeiten, dann gibt es eine Variante, also die einen kochen gern, die anderen nähen gern oder sind beim Kiezcafé, das haben wir jeden Monat einmal, wo sich ausgetauscht wird, wo die Menschen einfach ihre Probleme loswerden können. Wenn sie zuhören können, wäre mir das schon sehr, sehr großer Gewinn, dass man einfach mit den Menschen redet und dann so daraus vielleicht sogar schöpfen kann, Mensch, der eine möchte in die Stadt mal oder der andere möchte mal in den Park alleine gehen oder möchte eine Dampferfahrt, das können durchaus Ehrenamtliche leisten. Wie lange ist die Wartezeit, um hier einzuziehen? Oh, die Wartezeit liegt bei 2 Jahren. Das ist tatsächlich so. Also ganz schwierig. Ganz logisch auch, ne? Aufgrund der Wohnungssituation in Berlin. Und hier möchte ja keiner raus, aus welchem Grund auch, ne? Das ist ein sozialer Wohnungsbau. Das ist das Diakoniewerk Simeon, was dieses Haus seit 2011 betreibt. Damals von den Johanniter übernommen. Ich glaube, hier fühlt sich jeder wohl. Letzte Frage. Nun gibt es die gelben Westen, Fridays for Future und so weiter. Wann startet man Saturdays Against Poverty, also Samstage gegen Armut? Ich würde das gar nicht Samstag gegen Armut nennen, sondern jeder Tag ist ein Tag gegen Armut. Das sollte eigentlich gemacht werden. Und ich fordere einfach nochmal auf, einen nationalen Rat in der Bundesrepublik zu bilden, wo jedes Bundesland einen Abgeordneten sendet, der sich nur um Armut kümmert. Und dass man da ein gemeinsames Konzept erarbeitet, um Armut von der Straße zu bekommen. Das ist eigentlich das Hauptcredo.